Gibt es eine schönere Art, den Frühling einzuläuten, als mit einem Ostermarkt? Wohl kaum. Der Hauptplatz in Purkersdorf war auch heuer wieder ein wahres österliches Schlaraffenland. Der Ostermarkt in Purkersdorf ist einer der vielen Märkte, die wir in Purkersdorf haben. Das Besondere ist vielleicht, dass er eine Woche vor Ostern ist und wir versuchen hier zusätzliche Impulse zu setzen. Er ist eingebettet in den Bauernmarkt und so gesehen ist er ein Markt, der sehr, sehr viele Besucher anlockt. Für all diejenigen, die nicht wissen, was sie für Ostern für ihre Lieben kaufen können, findet man hier sehr viel von Handwerk über Malerei bis Süßigkeiten, ist alles hier zu kaufen. Der Ostermarkt ist deswegen beliebt, weil wir ja schon mit anderen Märkten eine große Vorarbeit geleistet haben. Wenn ich nur den wöchentlichen Bauernmarkt am Freitag ansprechen darf, ist das ein Schwerpunkt. Oder auch unser Weihnachtsmarkt, der sehr, sehr stark angenommen wird. Und als logische Abrundung ist natürlich auch der Ostermarkt sehr, sehr beliebt. Also wir sind eine Einrichtung für psychosozial kranke Menschen mit Beeinträchtigungen. Und wir planen heute immer den Tag, damit er für einen sinnvoll gestaltet ist. Eben mit so Tagesstruktursachen wie Basteln, Malen. Buchseiten sind es, das wird einzeln, das sind eine Bücher mit 350 und 500 Blätter mindestens. Und jedes Blatt wird einzeln gefalten. Das ist ein eigenes System, das sehr mühselig ist, aber Spaß macht. So. Und man kann diverse Namen reinsetzen. Wir machen es auch mit, für Hochzeiten mit zwei Ringen, speziell für Geburtstage, Einladungen auf Bestellung. Das Thema Kunsthandwerk ist in Burgersdorf überhaupt bei allen Märkten ein Thema. Ich springe nochmal zurück auf den Weihnachtsmarkt, der natürlich auch ein Thema ist mit Kunsthandwerk. Wir wollen hier versuchen, eben kleine Leute, die selbst das Handwerk können, hier die Möglichkeit zu bieten, dass sie eben ausstellen. Und ich denke, dass das logischerweise auch fortgeführt wird am Ostermarkt. Das ist für uns hier in Burgersdorf sehr, sehr wichtig und das kommt auch sehr gut an. Wenn man die Stände besucht, sieht man von Häkeln, das ist ja eine, ich sage das jetzt mal als Mann, wenn ich das darf, eine aussterbende Kunst. Wer macht das heute noch? In der einen oder anderen Schule wird es gelehrt, aber ich denke, das ist etwas, das man sehr, sehr groß pflegen sollte.